Dann kommt der Werkstattmeister ums Eck. Sie zahlen 2.100 Euro für einen neuen Turbolader. Sie zahlen 1.600 Euro für Karosserie vom Rahmen trennen. Die Leute, die bei Land Rover arbeiten, halten sich für die allergrößten. Und jetzt steige ich in diesem Auto ein und denke mir einfach nur noch, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video am Sonntag. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe Freitag vergessen, ein Lost Place Video hochzuladen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht super traurig, aber ab nächster Woche geht es wieder regulär weiter. Nur ich war die ganze Woche halt in Kiel unterwegs und es war ein bisschen stressig. Aber ihr seht am Titel heute, ihr feiert ja diese Real Talk Videos. Discovery, nie wieder Land Rover. Und was das gibt, das seht ihr jetzt. Ja, Discovery 4. Baujahr 2012, einer der letzten Facelifts. Es gab 2016 nochmal ein Facelift. Es ist ein Motor mit einem 3-Liter B-Turbo. Die Farbe, ja gut, da lässt sich drüber streiten. Ihr seht, HSE ist für diese Highline-Ausstattung. Das heißt, der hat auch Leder, der hat Tempomat, der hat sämtliche Variationen, die man in so einem Wagen gebrauchen kann. Aber gut, wenn man so ein Ding für 80.000 Euro irgendwann mal kauft, neu, dann kann man schon einiges erwarten. Und ihr seht auch, der ist im Gelände wirklich tauglich. Der hat ein super geiles All-Terrain-Fahrwerk bzw. Terrain-Response-System. Das heißt, das Fahrwerk passt sich automatisch nochmal den Gegebenheiten an, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid. Seid ihr jetzt im Schlamm unterwegs, kann man sich so ein Knöpfchen einstellen und dann arbeitet das Fahrwerk entsprechend halt für Schlamm und diese ganze Antriebsstrang. Das ist wirklich eine super geile Geschichte, aber ja, im Titel steht knallhart, nie wieder Land Rover. Und genau das ist so das Thema, was mich jetzt seit einigen Tagen beschäftigt, wo ich sage, da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil die ganze Karre mir tierisch auf den Sack geht. Ich setze mich jetzt einfach mal knallhart hier in diesen Dreck rein und ja, was soll ich euch sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dieses Auto habe ich im Dezember gekauft. Ich habe ja gerade gesagt, ich hatte einen Discovery 3 vorher, der wirklich schon geil war. Die Dinger, wenn man einmal eingestiegen ist, fahren wie Gott, ne? Das Fahrwerk läuft super, das Auto ist schön groß. Man muss auf so ein Ding wirklich Bock haben. Das Design lässt sich drüber streiten mit den durchgezogenen Scheiben hinten. Aber ich fand dieses Design halt geil und habe mir gedacht, okay, dieses Auto wird der nachfolgende Offroader für den T5-Bus, den ich ja auch noch fahre, weil der T5 halt kein Allrad hat. Und da ist dieser Wagen halt vorteilhaft. Vor allem, weil der halt 256 PS mit der größten Motorisierung ist und man dadurch auch entspannt fahren kann. Wenn man da mit 120 fährt, merkt man es nicht so stark, wie wenn man mit dem Bus 120 fährt. Und da habe ich mir deswegen gedacht, das Auto ist von der Basis schon mal ganz gut. Man muss sagen, Einkaufspreis von diesem Ding jetzt, wenn die so 200.000 gelaufen haben, kosten die immer noch 13.000 Euro. Das ist schon mal eine ordentliche Stange Geld. Und ich habe den Wagen von einem seriösen Autoverkäufer, muss man wirklich so sagen. Also der hat mir nichts verschwiegen. Das Auto lief auch bis dato tipptopp, bis auf eine Kleinigkeit. Und die Kleinigkeit war die Krümmerdichtung auf der linken Seite vorne. Warum auch immer die kaputt gegangen ist, weiß ich bis heute nicht. Aber scheinbar ist das irgendwie ein Problem bei Land Rover. Kann ja auch meinetwegen mal passieren. Also ihr habt ja einen Sechszylinder, ist als V6 aufgebaut. Das heißt, auf der einen Seite habt ihr drei Rohre, die rausgehen vom Aggregat. Und auf der anderen Seite habt ihr es. Also ein klassischer Sechszylinder. Und da ist halt eine Dichtung von auf ominöse Art und Weise kaputt gegangen. Und dann fing der so ein bisschen an zu quietschen. Also es war jetzt kein Weltuntergang, es war kein Leistungsverlust da. Es war einfach nur so ein Quietschgeräusch, wie auspuffundicht quasi. Oben der Krümmer hat sich minimal gelöst und dann quietscht das halt da raus, weil der dann da ja die entsprechende Luft raushaut. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich bin ja immer so ein Perfektionist. Das Auto jetzt so weiterzufahren macht keinen Sinn. Ich möchte das gerne reparieren. Und dann bin ich nach Land Rover gefahren, beziehungsweise eigentlich erst in die freie Werkstatt und die haben gesagt, oh nee, Land Rover, da gehen wir nicht ran, das ist zu kompliziert, haben wir noch nie gemacht, fahr bitte direkt nach Land Rover, wenn du das ordentlich haben möchtest. So, und dann bin ich nach Land Rover gefahren, zu dem ersten Standort und habe den Wagen quasi über Nacht Tresor mit einem Schlüssel, mit einem Briefumschlag da in den Briefkasten reingeworfen, mit der Bitte, die Krümmerdichtung zu überprüfen. Am nächsten Tag bekam ich den Rückruf von Land Rover. Ja, wir haben den Fehler gefunden. Es ist nicht die Krümmerdichtung, sondern es ist die Turbodichtung. Die kostet 450 Euro und dann wäre der Schaden weg. Ich so, geil, das ist ja noch ein bisschen günstiger als der Krümmer. Dann machen wir das so und alles ist gut. 450 Euro quasi bezahlt. Nächsten Tag hingefahren, Auto wollte ich abholen. War total happy, dass das Ding wieder läuft. Und dann ist der Fehler immer noch da. Und dann, ja, hieß es plötzlich, es tut uns leid, aber es ist nicht die Turbodichtung. Und ich denke mir die ganze Zeit so, Leute, ich habe euch doch klar gesagt, ich lag sogar auf dem Motorblock und habe gehört, dass es diese doofe Krümmerdichtung ist. Ich meine, ich bin kein ultimativer Autoexperte, aber ich habe halt gehört, dass das oben von dem Ansaug- bzw. Ausblastrakt kommt. Dann standen wir da und haben uns erstmal beratschlagt. Der Michael war glücklicherweise als Zeuge noch dabei und dann, Leute, was dann passiert? Das ist ominös. Dann kommt der Werkstattmeister ums Eck und sagt, okay, die Turbodichtung war es nicht. Es ist zu 99,9% der Turbo. Sie zahlen 2.100 Euro für einen neuen Turbolader. Sie zahlen 1.600 Euro für Karosserie vom Rahmen trennen. Ich kann euch, glaube ich, mal ein Bild einblenden, wie das dann aussehen könnte, wenn man die Karosserie vom Rahmen trennt. Wobei, das werdet ihr gleich sehen in der nächsten Geschichte. Genau, dann waren wir irgendwie bei fast 4.000 Euro. Und ich habe denen gesagt, ich kann doch jetzt nicht einfach
4.000 Euro auf irgendeinen Verdacht da reinpumpen, wenn das gar nicht der Fehler ist. Und dann haben die gesagt, nein, das ist zu 99,9% der Fehler. Dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was, Leute, ihr habt eine Kompetenz wie, weiß ich nicht, bei 4.000 Euro, die man noch in einem Auto reinsteckt, was man für 13.000 Euro gekauft hat, überlegt man sich zweimal, ob man das tut. 4.000 Euro sind 8.000 Mark, das ist eine richtige Stange Geld für irgendwelche ominösen Bauteile, wo man gar keine Diagnose hat, ob die überhaupt kaputt sind. Okay, nichts gegen dieses Autohaus, ich hole mir noch eine zweite Meinung ein. Ich bin zum zweiten Land Rover Standort gefahren und die haben den Wagen durchgecheckt. Und nach 5 Minuten haben die mir gesagt, die Krümmerdichtung ist kaputt. Dann habe ich die gefragt, was kostet das? Dann haben die gesagt, 3.000 Euro. Und da habe ich mir gedacht, eine Krümmerdichtung für 29 Euro kostet bei diesem komischen Scheißfass 3.000 Euro. Und warum? Weil Land Rover sich gedacht hat, wir müssen den Motor so scheiße in dieses Auto verpflanzen, dass man da gar nicht rankommt. Dann bin ich quasi mit dem Kostenvoranschlag bzw. der Diagnose nochmal zu dem anderen Land Rover Autohaus gegangen, die diese ominöse Turbodichtung getauscht haben und habe denen gesagt, macht mir mal einen Kostenvoranschlag für eine Krümmerdichtung. Und die haben gesagt, 1.400 Euro bauen wir dir die Krümmerdichtung mit neuen Krümmer ein. Habe ich gesagt, geil, alles klar, ihr habt den Zuschlag. Ich habe den Wagen dann dahingestellt und habe mir gedacht, komm, du gibst denen jetzt nochmal die Chance. Wenn die jetzt wissen, was das ist, ist es ja jetzt nicht so schwierig, das Ding zu tauschen. Die haben also das ganze Auto auseinandergebaut, haben die Karosserie vom Rahmen getrennt und da liegen aktuell auch die Probleme. Komme ich aber gleich zu. Und dann war das Ding halt auseinandergebaut und die haben dann herausgefunden, dass eine Krümmerschraube gebrochen ist auf einer Seite. Wie das passieren kann, keine Ahnung, ist aber vollkommen egal. Also aus den 1.400 Euro wurden dann 1.600 Euro, weil der entsprechende Meister dann nochmal die Geschichte aufbauen musste, neues Gewinde setzen musste und das ist vollkommen okay. Ich meine, klar, der sitzt länger dran, sowas kann man nicht einplanen, dass sowas passiert. Das heißt, waren wir irgendwie bei 1.600 Euro. Da habe ich mir gedacht, geil. Und dann stand das Auto 1,5 Wochen und ich habe nichts mehr davon gehört. Und irgendwann hieß es dann, der ist soweit fertig. Aber beim Bremsen entlüften und wieder zusammenbauen haben wir den Nippel von der hinteren Bremszange abgerissen. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr bei 1.600, 1.700 Euro, sondern wir sind bei 2,3, weil die noch eine neue Bremszange bestellen müssen. Und da kam mir dann natürlich die Frage auf, wie viel Kompetenz haben Land Rover Autohäuser? Ich meine, das ist jetzt nicht das erste Land Rover Autohaus, wo ich war. Es gibt 3 Land Rover Autohäuser in der Umgebung. Und wenn man da reinkommt, Leute, müsst ihr euch vorstellen, die Leute, die bei Land Rover arbeiten, halten sich für die allergrößten. Die haben den Kopf so hoch, dass der fast hinten überfällt, weil die sich einfach denken, wir sind so geile Typen, wir verkaufen so geile Autos und wir haben das gar nicht nötig, irgendeinen kleinen Bengel so ein Auto zu verkaufen. Und wenn man dann sich so benimmt für ein normales Auto mit 4 Rädern, bin ich da schon mal abgeneigt, da weiter mit den Leuten Kontakt zu haben. Ich meine, gut, ich habe eine große Reichweite, theoretisch könnte ich jetzt auch hochnäsig sein, aber wir sind alles gleiche Menschen, ob wir jetzt viel Geld haben, ob wir wenig Geld haben, ob wir schwarz sind, ob wir blau sind, ob wir grün sind, das ist vollkommen egal. Ich finde, man muss einfach die ganze Sache immer menschlich behandeln und das ist in diesem Fall halt nicht passiert. Egal, ne? Das war jetzt nur so am Rande gesagt. Wir kommen aber gleich noch zu so einem super geilen Statement von Land Rover. Die haben dann letztendlich noch hinten die Hinterachse, den Bremszylinder kaputt gemacht, weil die den Nippel abgebrochen haben beim Bremseentlüften. Wer kommt jetzt für so einen Schaden auf? Natürlich derjenige, der den Wagen dahin bringt. Habe ich auch nicht gedacht, ist aber rechtlich so, dass ich natürlich nachweisen müsste, okay, die haben das jetzt mit grober Absicht gemacht, diesen Schaden da zu verursachen, aber das war in diesem Fall jetzt nicht gegeben. Was natürlich sehr verdächtig war, ich meine, der Wagen hat bei 185.000 Kilometern einen Bremsflüssigkeitswechsel gekriegt, ob jetzt nach 10.000 Kilometern der Bremssattel so festgebacken war, dass man da gar nicht mehr rankommt, wage ich zu bezweifeln, aber gut, wie soll ich das jetzt nachweisen? Ich habe auch keinen Bock, mich mit so einer Scheiße zu beschäftigen. Warum, weshalb, wieso? Letzten Endes sind wir bei einer Rechnung von 1.950 Euro gelandet, die schon wehtut für eine Geschichte, die einfach nur ein kleines Quietschen verursacht. Aber damit noch nicht genug. Da habe ich gedacht, okay, komm, bezahlst du, alles ist gut. Ja, dann kam die wieder mit ihrer zweiten Rechnung ums Eck zum Thema Turbodichtung. Und ich habe ganz klar gesagt, Leute, das macht keinen Sinn, dass ich jetzt hier Sachen zahle, die ich nie in Auftrag gegeben habe. Das ist wie, wenn ich jetzt nach Land Rover gehe und sage, ich möchte jetzt mir einen Evoque kaufen und Land Rover sagt, wir bestellen jetzt einen Mercedes, weil wir das geiler finden. Genau, ich kriege meine Rechnung und gucke dann zu Hause nochmal auf diese Rechnung drauf und denke mir so, okay, die haben 3-mal Kühlflüssigkeit nachgefüllt, weil die mussten die Karosserie vom Rahmen trennen. Auch vollkommen okay. Und auf der nächsten Seite, irgendwie ein bisschen versteckter, haben die einfach nochmal Kühlflüssigkeit abgerechnet. Was ist denn los mit euch? Ich kam mir mega, wirklich mega verarscht vor. Erst die Tatsache, dass die eine Turbodichtung tauschen, dass sie sagen, der Turbolader ist kaputt und dass die dann nochmal geheim versuchen, irgendwie für, was weiß ich, 35 Euro. Ich meine, 35 Euro, scheißegal, ist jetzt nicht die Supersumme, aber das Prinzip zählte einfach. Und dann haben die einfach auf der zweiten Seite nochmal Kühlflüssigkeit abgerechnet. Und ich denke mir nur so,
Ihr seid ein paar Dreckschweine. Dann habe ich eine geile Insta-Story rausgehauen und habe auch nochmal mein Problem mit der Rechnung beschrieben, indem ich gesagt habe, oh, Land Rover-Kunden sind wahrscheinlich so wohlhabend, dass man einfach nochmal doppelt irgendwie Kühlflüssigkeit abrechnet. Und die Antwort von Land Rover, ich habe mein komplettes Problem im Detail geschildert und die einzige Antwort, Leute, haltet euch fest, von Land Rover Deutschland ist... Und diese Aussage hat einfach nur nochmal bestätigt, wie hochnäsig, scheiße und inkompetent dieser Laden ist. Und das führt jetzt dazu, dass ich überlege, diesen Wagen ernsthaft abzugeben, weil ich einfach sage, ich möchte mit solchen Leuten, die sich für was Geileres halten, nichts zu tun haben. So, und diese Land Rover-Leute, diese Schlipsträger, halten sich für die absoluten Top-Überflieger. Ich meine, natürlich, die verkaufen die Range Rover und Evoque-Modelle jetzt heute tonnenweise an der Kö, damit man schön das Klientel abgreifen kann, die dann da mit ihrem Land Rover voll Rolex parken und dann reingehen und sich eine Rolex kaufen. Das ist so wirklich so die Meinung, die ich von Land Rover habe, und da habe ich übelst keinen Bock drauf, weil ich einfach sage, es geht mir auf den Sack, ich finde den Wagen super geil. Ich bin da eingestiegen in diesen Wagen und habe mir gedacht, geil, der fuhr bombastisch gut, da gab es keinen Fehler, das Getriebe lief butterweich, das Fahrwerk lief butterweich, die Luftfahrwerkfunktion funktionierte einwandfrei, alles funktionierte an diesem Wagen, und dann bringe ich diesen Wagen nach Land Rover und jetzt funktioniert gar nichts mehr. Wir haben Probleme mit der Aufhängung, ich kann teilweise nur noch 50 fahren. Ich kotz im Strahl. Weil da plötzlich irgendwelche Sensoren spinnen, dann habe ich irgendwie ein Tachoflackern drin, dann ging letztens die Temperaturanzeige hoch und runter, und auch die Boxen sind irgendwie so ein bisschen problematisch, dass die irgendwie so einen Surround-Effekt machen, als würde sich das im Kreis drehen teilweise. Und bevor das alles war, bin ich in den Wagen eingestiegen und habe mich gefreut, weil ich mir gedacht habe, geil, ich baue daraus einen richtig geilen Offroader, der fährt bombastisch geil, du kannst damit schnell fahren, du kannst damit entspannt reisen, und jetzt steige ich in diesem Auto ein und denke mir einfach nur noch, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und die Tatsache, was jetzt so passiert ist und welche dummen Aussagen Land Rover Autohäuser und auch Land Rover getätigt haben, zeigt einfach nur, wie hochnäsig und abgehoben die sich benehmen, beziehungsweise dass sie sich für die geilsten halten. Und ich mag solche Leute einfach nicht. Ihr könnt jetzt mal eine Abstimmung machen. Soll ich das Auto weiterfahren oder soll ich das abgeben? Also ich habe echt keine Ahnung. Ihr seht es am Titel, der ist krass formuliert. Ich hänge an dem Wagen, weil ich den wirklich total toll finde. Farbe ist jetzt nicht so geil, aber... Der Wagen ist halt super geil, aber jetzt, nachdem das Ding da zurückkam, ist der halt nicht mehr so super geil, und ärgert mich einfach nur noch, dass ich jetzt irgendwie da Geld reinbutter für nichts. Wenn man überlegt, wenn ich einen A6 kaufe oder einen Q7 kaufe oder was auch immer, dann ist eine Krümmerdichtung in einer halben Stunde getauscht, ohne einen Motor irgendwie auszubauen oder die Karosserie anzuheben, und da ist das halt so verbastelt, dass das irgendwie gar keinen Sinn macht. Gut, meine Damen und Herren, das war's. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt's unten rein. Schreibt mal eure Meinung rein, wenn ihr in Land Rover fahrt, was so eure Reparaturen waren und ob ich jetzt vielleicht einfach nur total übertrieben habe, dass ich so ein bisschen auch den Luca aus mir raushängen lasse, dass ich jetzt der Hochnäsige bin, dass ich mich für den Besseren halte. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich habe viele Autos bewegt. Ich habe 10 Autos, 15 Autos besessen und Autos auch gefahren mit 300, 400, 500.000 Kilometer, und keins hat sich so scheiße benommen, so rumgezickt wie dieses Ding nach dem ominösen Service bei Land Rover, bei einem dicken, fetten Land Rover Autohaus, wo 100 Land Rover Autos auf dem Hof standen. Und das finde ich wirklich traurig, dass die eigenen Leute bei Land Rover nicht in der Lage sind, mal eben einen Service durchzuführen, der eigentlich ganz simpel ist. Und das ist für mich jetzt einfach so ein Zeichen, wo ich sage, das war's mit diesem Video. Amarok Hardtop mit Dachträger wäre bestimmt auch fett. Ist zwar kein Land Rover, aber dafür dann auch günstiger in Versicherungen, Steuern und auch Service. Ja, bleibt dem Kanal treu. Freut euch auf ein neues Video am Mittwoch. Da kommt vielleicht schon das Kiel-Video, wo ich in Kiel unterwegs war. Und dann geht es am Wochenende wieder weiter mit Lost Places. Ich habe jetzt Lost Places so ein bisschen vergessen am Freitag, weil ich gerade aus Kiel zurückkam. Und dann habe ich den Upload irgendwie verplant. Aber bis später. Ciao.